1.2. Geben Sie an, um wie viel Prozent das Getränk pro Minute kälter wird. Dafür brauchen wir die Formel von oben, die habe ich jetzt hier schon mal reinkopiert. Das Y ist im Prinzip nichts anderes als die Temperatur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die 90 entsprechen dem Anfangswert, also wie heiß das Getränk zu Anfang ist. Das X entspricht den vergangenen Minuten, das heißt für das Ausrechnen und Ablesen des Prozentwertes interessiert uns nur diese Zahl, die 0,94. Dafür muss man sich nur eines überlegen, nämlich der Wert 100% entspricht einem Wert von 1,0. Und dann kann man jetzt schon die prozentuale Abweichung herauslesen. Wenn ich habe 0,94, entspricht das also 94%. Und damit kann man sofort sagen, dass das Getränk um 6% pro Minute kälter wird.